Ja, hi, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. In der letzten Folge haben wir Koala Kong fertig gemacht und ja, ehrlich gesagt, bin ich hier in der zweiten Aufnahmesession und ich durfte gerade schon wieder gegen den Koala kämpfen. Der ist ja richtig geil. Und was noch geiler ist, ich habe aus irgendeinem Grund nur noch 4 Leben und ich habe keine Ahnung wieso. Das stimmt mich schon mal überhaupt nicht froh, weil, ja, ich lade einfach 4 Leben, muss nochmal gegen den verdammten Koala kämpfen und ja, das ist schon mal geile Startvoraussetzung. Ich glaube, ich habe sogar extra noch, bevor ich die Aufnahme letztens beendet habe, noch den Typen besiegt und habe danach irgendwie die erste Level nochmal gemacht und gespeichert. Und ja, jetzt stehe ich hier mit 4 Leben und wir gehen in Heavy Machinery und ich hoffe wirklich, dass ich keinen Game Over kriege, weil sonst muss ich nochmal gegen diesen verdammten Koala kämpfen. Oh Mann. Das sieht doch schon hier so aus, als könnte ich wie blöd runterfallen. Immer noch. Übrigens. Ohne Analog. Also ja. Oh, Aqua, den brauche ich. Ach, guck dich an. Ich hatte so irgendwie mit 20 Leben, wenn ich mich nicht irre. Ja, das war geil. Oh, ein Tussi-Symbol. Ja, super. Lass mich rein, auf die Typen kann ich aber drauf springen, ne? Egal, lassen wir mal. Oh, ein Brio-Symbol. Sehr gut. Jetzt habe ich es überleben würde, irgendwie die Dinge zu machen, die... Gehen wir auf Nummer sicher und sammeln die da oben ein. Ja, deshalb, wie beschränkt meine Fähigkeiten in diesem Spiel sind. Das liegt alles nur, weil ich nicht mit Analog spielen kann. Ja. Was? Ich kann nicht auf die drauf springen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich kann die ganze Level nochmal machen. Da, 3 Leben. Komm ich an. Oh Mann. Er ist so doof. Ja, sonst ein Spiel nicht schon schwer genug wäre eigentlich, ne? Also ja. Stimmt, ich hab das wieder neu bekommen. Das sieht irgendwie so aus, als könnte ich da runter, aber ich lass es mal. Bitte. So, ich brauche ein paar Leben, wenn es geht. Also, Bonus, Runde wäre jetzt nicht schlecht, wenn ich die schaffen würde. Muss ich ganz nebenbei, sonst bin ich irgendwie tot. Aber nachdem mit analog steuerbar war, ne? Da werde ich hier alles sowas von wegkommen. Oh, da würde ich hier alles sowas von wegkommen, ne? Da zeige ich euch. Seht ihr, was ich hier mache? Ich versuche mich zu rechtfertigen. So, aber so kann ich euch töten. So. Da könnte ich auch sogar, weiß ich nicht, die ganzen Bonus-Level uns so zeigen, weil dann wäre die nicht so schwierig. Aber nein. Leider muss mein gesamtes Können jetzt reduziert sein. Sonst wird... Ich habe Aqua... Wann? Leider wird mein ganzes Können jetzt ein bisschen beschränkt, nur weil ich mit einem Steuerkurs spielen muss. Was zum Teufel? Ey, jetzt kann ich schon wieder den ganzen Weg von Anfang an. Weil da könnte ich euch alle Bonusmissionen zeigen. Da könnte ich, weiß ich nicht. Alle Bonusmissionen vor allem. Da könnte ich alle Edelsteine und so holen. Dann könnte ich, weiß ich nicht, alle Bonuslevel schaffen. Ich könnte ganze Spiele mit nur ein Leben schaffen, ohne natürlich irgendwie anzugeben oder so, aber weiß ich nicht, dann wäre ich, um es bescheiden auszudrücken, der verdammt beste Spieler im gesamten Universum. Aber egal. So, nochmal den ganzen Mist hier, ey. Ich wollte immer noch ein paar Leben, ey. Ich darf einfach nicht mal sagen, warum kriege ich denn jetzt, warum habe ich jetzt nur noch
drei, vier Leben. Verstehe halt nicht. Jetzt bin ich schon hardcore genug. War das jetzt echt nötig? Ich beschwere mich ja nicht. So, zack. Ich wollte schon sagen, Aquaku. Los, komm her. So. Kein Leben mehr übrig. Ich frage mich, wie der zweite und dritte Teil ablaufen wird. Im dritten Teil habe ich mich eigentlich nicht so gottbeschissen angestellt. Da habe ich, glaube ich, auch schon mit Steuerkreuz gespielt, damals. Ich muss schon sagen, Aquaku. Ich glaube, ich soll das Ding gar nicht berühren, oder? Ja, auf damit. Kann mir mal jemand einen Checkpoint geben, das ist nicht zu fassen. Da, danke. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sollte da nicht hingehen. Hust. Töd. Ja. Oh nein. Boah. Aber knapp. Unnötig. Jawohl, jetzt brauche ich auch ein paar Leben. Er geht doch so nicht. Oh Mann. Soll ich das hier alles schaffe, ganz ehrlich? Sehr gut. Wie kein Leben. Ja, okay, da waren jetzt Leben, aber trotzdem. Sehe ich so aus? So, und das Mädel heißt anscheinend Torna, wenn ich mich nicht irre. So, ihr seht, wie ich hier speichere, ne? Ihr habt im letzten Part gesehen, wie ich gespeichert habe, oder? Warum halt so? Lese es doch jetzt hier auf, beim nächsten Mal. Ich frage. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh, komm, komm, komm. Boah, Hilfe. Hilfe. Oh, N. Für wo das steht. Sehr gut. Ja. Weil wir nähern uns auch langsam dem Ende, wenn ich mich nicht irre. Also ich habe 16 Level abgeschlossen, als ich geladen habe. Warte, Teufel. Und danach habe ich Koala Kong wieder erledigt. Also haben wir jetzt 17 Level momentan erledigt und die Hälfte damit erledigt. Gut, ne? Also war schon kurz davor, das Spiel irgendwie zu beenden, ja. Und so beschissen stelle ich mich gerade auch nicht so an, finde ich. Ja, so. Wie doof. Kann man, habe ich gesagt, da passiert schon direkt, ey. Ja. Hilfe. 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 Ich hab zwei Masken gehabt, ey. Könnte auch nicht machen. Ich kann nicht runterfallen, oder? Wenn ich zu weit drücke. Jetzt kann ich auf einmal auf den Lauf springen, ey. Vorhin bin ich gestorben, deswegen glaube ich. Au, 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 au. So. Deswegen bin ich jetzt gerade mal gestorben.
Ja, wegen dem einen Ding, ne? Wo ich darüber springen musste. Sehr gut. Also ich versuche irgendwie die Bonusdinger jetzt zu kriegen. Hallo? Sieht so aus. Ich vielleicht sogar in den Dingern, wo man Leben bekommt, am wenn man die erledigt hier, die Bonusmission Dinger. Und zack. Sehr gut. Whee! Wow, viel Leben. Kolossal. Was? Und da ist die Level beendet. Sehr gut. Danke. Tschüss. Cortex Power. Ja, versuchen wir halt nur irgendwie reinzuhauen. Vielleicht war ich in dieser Aufnahmesession endlich mit dem Spiel fertig. So, das sieht nach einer. Jetzt wollte ich den analog benutzen, aber geht ja nicht. So, ich habe zwei Masken. Boah. Boah. Wie habe ich das überlebt? Hey, na? Moha. Einfach durchrennen, nochmal. Lass mich fahren. Okay. Wollte schon sagen, wenn ich nicht da durch kann, ne? Oh, die Level scheint schnell zu Ende zu sein. Ich habe doch die Maske aufgehoben vorhin. Warum konnte ich die nicht mal benutzen? Ich dachte, da wird so erweitern, wie beim Stern. Hier bei Super Mario. Ah! Oh, brutal, ey. Boah. Aber so doof läuft das hier eigentlich nicht, finde ich jetzt. Okay, wenn man die ganze Zeit backtracken müsste, ja, für die restlichen Kisten, dann wäre das ganz schön schwierig, aber da habe ich keine Lust in dem Spiel. Bin schon froh, wenn ich hier heil durchs gesamte Spiel durchkomme. Oh Mann. Boah. Habe sogar zwei Level in einer Folge geschafft. Bams. Sehr gut. Generator Room, okay. Ich habe zwei Level geschafft, damit bin ich zufrieden. Deswegen mache ich jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Crash Bandicoot. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.